Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu den Chroniken von mir hier aus dem End. Ja, wo ich schon eine ganze Zeit lang unterwegs bin und mich in hoffentlich neue Gefilde jetzt aufmache. Denn ich bin dann fernab der normal gebauten Wege gegangen. Jetzt einfach mal Richtung Norden. Aber ich glaube, hier ist dann auch schon wieder Ende der Fahnenstange, oder? Ne, da hinten geht es ja irgendwie weiter. Da drüben. Aber ich muss jetzt erstmal ein paar von diesen Steinen noch mit einsammeln. Und allgemein sollte ich vielleicht so ein klein wenig noch meine Reisekiste füllen, damit sich das hier so ein bisschen rentiert hat und ich nicht einfach nur hier im End unterwegs war und mit nichts nach Hause komme, ne? Wenn sich die Dorfbewohner dann auffragen, hier, der Herr Lordregent, weißt du? Ewig unterwegs, was bringt er mit? Nix. Ach, das Hotel müssen wir ja dann noch, glaube ich, fertig machen. Oder war ich fertig? Nee, ich glaube, so 100% fertig war ich noch nicht. Die Dachterrasse hat gefehlt. Und da könnte ich vielleicht auch mal gucken. Vielleicht machen wir da auch ein bisschen was aus diesem Endstein. Obwohl, das wäre dann, glaube ich, eher sowas für die Nobelhotels im Stadtinneren. Na, was heißt Stadtinneren? Im Dorfkern. Wo halt dann auch Touristen vorbeikommen, um dort zu nächtigen. Da kann man ja ruhig mal ein bisschen protzen, damit die auch ein bisschen Kohle da lassen, weißt du? Ich glaube, das ist so im Sinne der Dorfbewohner, hoffe ich. So, ein paar Früchte können wir uns auch mitnehmen, weil solange wir uns hier auf richtig festen Grund befinden, stört das hoffentlich nicht. Also es wird hoffentlich nicht allzu weit teleportiert, nicht, dass ich irgendwann mal irgendwo im Nichts stehe. Wäre ungünstig, hätte ich gerne nicht. Aber dafür habe ich mir die Enderperlen auf meinen Notfallknopf gelegt. Weil Lava gibt es hier nicht, aber falls ich runterfalle, kann ich dann noch schnell agieren und eine der Enderperlen loswerden. Oder sollte ich mir vielleicht nochmal ein oder zwei besorgen? Jetzt stellen wir erstmal hier kurz das Kistchen auf und gucken, wie eigentlich der Allgemeinzustand aussieht. Oh. Nicht so viel. Aber dann können wir wenigstens die hier noch mit verbauen, weißt du? Purpurblock und Purpursäule, die... Naja, wo wir sie hin tun, ist egal. Sie verbrauchen auf jeden Fall Lagerplatz. So, dann holen wir uns mal eben schnell noch so ein, zwei Enderperlen zur Vorsicht. Hör auf mich zu hauen. So, Nummer eins. Hoffentlich zerhauen die nicht meinen Helm. Das wäre auch sehr ungünstig dann, wenn ich hier mitten im Nirgendwo... Jetzt liegen da vorne noch Früchte. Hier mitten im Nirgendwo ohne diesen Helm herumstolziere. So, und die zweite, sehr gut. Die lassen gar keine Erfahrungspunkte fallen, die Jungs hier, ne? Das ist ein bisschen seltsam. Oh, warte mal, hier, die müssen wir jetzt dann erstmal essen. Also. Und dann besorgen wir uns hier noch ein paar von den Steinen. Schnell ich auch Hunger habe. Huch. So, wo hatte ich gerade abgebaut? Hier vorne. Ach, das teleportiert einen nicht in die Richtung, in die man sieht, sondern in eine x-beliebige Richtung. Okay. Ja, warum nicht? Kann man ja machen, ne? Das Gefühl des Teleportierens ist auch etwas seltsam. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So, und ich werde auch an mehreren Stellen immer so ein bisschen was nur wegnehmen. Ich glaube, das sieht dann ein bisschen natürlicher aus. Als wenn man dann hier so ein ganzes Gebiet einfach abgrast. Glaube ich, ist auch so im Sinne des Schöpfers Mojang. Hoffe ich doch sehr. Wie ist denn das? Ich bin ja, also ich als Nebelländer, bin ja jetzt nicht so der Mojang-Gläubige, ne? Wird man dann hier schief angeguckt in Hunsgrab? Da muss ich mal mit so einem Geistlichen reden. Oder ob hier quasi dann jeder glauben kann, was er mag. Na, ja, mal schauen. So, nehmen wir uns den Popel hier noch mit. Fräsen dann da nochmal so eine natürliche Kante hier rein. Ungefähr hier so. Nehmen das noch mit und dann, glaube ich, sieht das eigentlich ganz gut aus. Dann kann man das so lassen. Ne? Habe ich hier noch so ein bisschen angeglichen. Dann kann man das verlassen. Und wir gehen weiter in diese Richtung, nach Nordosten. So, dann bauen wir uns mit den Steinziegeln einfach mal da rüber.
das für ein Lied hier? Oh, das ist dieses komische. So. Na, ihr da unten, wie geht's euch so? So, allzu weit werden wir natürlich damit nicht kommen. Das ist mir auch absolut klar. Aber zumindest schon mal ein Anfang ist gemacht. So, warte, dann geht's hier weiter. Na, ist ja noch ein ganzes Stück. Gut, dass wir noch welche mitgenommen hätten, haben. So, nochmal ein Stack. Klar könnte ich jetzt auch mit Treppen arbeiten, aber jeder, der schon mal mit Treppen auf diese Art und Weise gebaut hat, weiß, da fliegt man sehr, sehr, sehr schnell auf die Nase. Und da ich hier unter mir nichts sehe, wo meine Nase bremsen könnte, da können wir uns irgendwo hochbauen, aber das war es dann auch schon. Ja, mit dem Zurückkommen, da ist das so eine Sache. Müssen wir gucken. Da müssen wir echt gucken. Aber sollte theoretisch kein Problem werden. So, wir bauen bis ran. Nicht, dass irgendeiner meint, hey, ich gehe da mal lang und fällt dann runter und ich bin verantwortlich dafür. Möchte ich gerne auch nicht. So, jetzt schauen wir dann gleich mal auf die Karte, wie spät das ist. Da hinten, da müssen wir hin. Nach Westen. Das war gerade ein Höhlengeräusch. Gibt es hier Höhlen? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage. Und wenn ja, naja, was sollen da für Erze drin sein? Purpurblöcke und diese Blöcke habe ich gesehen. So, ich hoffe, da war noch kein menschliches Wesen. Und das sieht aus wie ein Dorf. Ja, ein Riesending. Was ist das denn? Was ist denn das? Pegasus 2.0 oder was? So, warte. Erstmal von dem Ding hier weg. So, ich esse, glaube ich, weiter von diesen Früchten hier. Oh, Sekunde. Es hat gerade auf dem Handy gerade gedingelt. Okay. Sind da Zombies? Bitte, was? Was ist denn das? Das sind doch diese Schallkartruhen. Kann man die abbauen? Da ist er. Wow! Hallo, 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 hallo! Mal hier. Autsch. Wie werde ich das Ding hier los? Das ist auch sehr unhöflich. Okay, ich bin das Ding losgeworden. Das ist jetzt vielleicht verkehrt zu essen. Muss man die mit der Spitzhacke abbauen oder so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich sitze hier auch gerade ein bisschen in der Klemme, ne? Blablabla. Warte, ich... Als allererstes will ich auf dieses Schiff da oben. Mann, 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 das ist spannend. Noch nie gesehen, noch nie gehabt. So, 53. Ich hoffe, die genügen. Wenn nicht, müssen wir uns händisch hochbauen. Nicht, dass ich runterfall vor lauter in die Luft gucken. Hans, guck in die Luft ist auch meistens nie gut. Alter, kann ich, glaube ich, alles hinhauen. Und das reicht immer noch nicht. So. So. Na dann. Blöcke habe ich genug.
Schauen wir uns da oben mal um. Mann, 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 das sieht alles mega gut aus. Ja, ich habe ein Brot gegessen. Sicher ist sicher. So, wir kommen nicht ganz hoch. Oh nein, ich höre diese Dinger. Darf ich da rein? Ich mache hier einfach mal auf. Da ist ein Braustand. Trank der Heilung. Sehr cool. Sehr cool. Darf ich den Braustand mitnehmen? Ich mach mal. Cool. Wir haben Braustand, Freunde. Wie mache ich das mit denen? Ah, okay. Ich hau dich einfach mal mit der Spitzhacke. Vielleicht gehst du ja... Das ist ungünstig, wenn ich die mit einem Schlag wegmache. Manu, ich will so eine Truhe. Wow! Und das ist diese Elytrin. Wow! Entschuldigung, ich muss hier mal... Wow! Achso, Sekunde. Mega! Upsi. Die Sättel... Na warte, die Sättel können wir da lassen. Das angeln wir uns. Hinterm Horizont geht's weiter. Ich habe Elytrin. Hier rein. Feuerschutz, Reparatur, Haltbarkeit, Feuerschutz... Wow. Und jetzt brauche ich dann nur noch... Oh, warte mal, den Block, den setzen wir dann gleich wieder rein, dass das hier natürlich aussieht. Wo ist er hin? Achso. So, dass das so ist, wie es ist. Darf ich den mitnehmen? Obwohl, da habe ich nur einen, ne? Ich guck mal ganz kurz, was das für ein Ding ist. Upsi. Ein Endstab, okay. Endstäbe bekomme ich wohl nur hier. Hier ist schon ein Enderman. Dann nehme ich hier die Endstäbe mit, ganz gerne. Oh nein. Ja genau, verschwinde. Nein, 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 nein. Schöne Aussicht von hier oben, na danke. Hui, ha, hu, ha. So, jetzt müssen wir dann natürlich erstmal wieder nach oben. Blablabla. Ganz ehrlich, ich gehe nach Hause. Ich bringe erst alles in Sicherheit, bevor ich hier wieder herkomme. Ich markiere mir diesen Punkt auf jeden Fall auf der Karte, damit ich da wieder zurückkomme. Auf jeden Fall. So. Karte. Neuer Wegpunkt. Schiff im... Nee, warte, dann nennen wir das Ganze einfach Endschiff. Farbe, das kriegt hier so ein bläuliches. Gibt's hier ein Schiff? Nö, sieht man nicht so aus. Was bist du? Du bist ein Steak. Dann nehmen wir einfach den Tempel. Fertig. So, ich gucke gerade, ob ich irgendwo einen Fleck auf der Karte sehe, dass wir wieder zurückkommen. Hier unten ist der nächste. Dann müssen wir da wieder hin zurück. Hier gibt's nichts. Okay, warte, warte, warte. Da gibt's auch nichts. Zack.
Ziel setzen. So, Ziel ist gesetzt. Wir machen uns auf. Ich werde mir, bevor ich den End verlasse, auf jeden Fall hier noch Steine mitnehmen. 100%. Mann, Mann, Mann. Ja, wo war ich? Und genau, ich denke nicht, dass die Zeit reichen wird, um alles abzubacken in dieser Folge, also hinzukommen, einzusammeln, blablabla. Ich würde sagen, sobald ich dann auf der Pegasus in Hunsgrab bin und Richtung Heimat fliege, werde ich dann mehr nach Westen. Werde ich euch dann definitiv wieder mit dazu holen. Ne? Das klingt nach einem Plan, oder? Aber jetzt müssen wir erstmal unfallfrei bis nach Hause, Freunde. So, das sind unsere Wege, die haben wir gebaut. So, lieber einmal zu viel gucken, als in die Tiefe stürzen. Nervig wird es wahrscheinlich nur, wenn hier Endermänner auf dem Ding hier rumeiern. Oder, was ich natürlich nicht bestätigen kann, wenn Enderman hier einfach mal so einen Block klaut. Und du einfach fröhlich unterwegs bist, ne? Guten Tag, grüß Gott, servus. Schon wieder das Handy. Das ist aber heute auch nicht still, das Ding hier. Ah, okay. So, wir müssen da rüber oder gibt das hier eine Verbindung? Ne, wir müssen echt rüber. Da könnten wir uns theoretisch hier eine Verbindung bauen. Nee. Oder doch? Nee, komm, ich lauf hier lang. Das würde sonst alles viel zu lange dauern. Ich möchte zumindest ein bisschen gut Strecke noch machen, ne? So, wieso ist hier ein Block davor? Egal, ich frag nicht. Weil wer viele Fragen stellt, bekommt unter Umständen auch sehr viele Antworten, die einem dann nicht gefallen. Ab und zu sind Taten besser als Worte. Aber nicht immer. Ganz wichtig. Hier ist auch so ein schwarzer Fleck. Aber kein Portal. So, wir gehen jetzt dann darüber. Aber hier steht keine Verbindung. Das heißt, ich muss hier selber noch eine bauen. Okay. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ah doch, hatte ich geguckt. Wir waren ja in dem Häuschen. Da gab es keine Truhen mehr. Da muss ich mal schauen, ob man die eventuell mit Behutsamkeit sogar abbauen muss. Weil wenn man die mit Behutsamkeit abbauen muss, dann habe ich ja erstmal verloren. Dann muss ich das Ding eine ganze Zeit lang in Ruhe lassen, solange bis ich eine Behutsamkeitsspitzhacke habe. Oder ich kann mir vielleicht irgendwo eine ausleihen. Weiß nicht, gibt es ein Werkzeugverleih in Hunsgrab? Muss ich mal schauen. Wenn nicht, muss ich vielleicht Wollkummer anhauen. Guten Tag. Ich wollte dir nicht mit der Spitzhacke den Kopf durchlöchern. War nicht meine Absicht. Wenn nicht, muss ich vielleicht Wollkummer anhauen, ob der mir eine eventuell stark beschädigte schon andrehen kann. Dann werde ich Diamanten nehmen und die reparieren auf meine... Achso, ich habe nicht so viele Level, ne? Naja, vielleicht geht es ein bisschen. Das nehme ich dann auf meine Kappe. Ich kann mal am Marktstand vorbeigucken, ob da vielleicht schon irgendwas ist. Das könnten wir eigentlich machen. Wir gehen zusammen mal am Marktstand vorbei, gucken, ob da jemand was eingezahlt hatte. Und ja, falls da Diamanten gibt, schauen wir bei Volko vorbei, ob der Behutsamkeitsspitzhacken hat. Und nehmen dann gegebenenfalls die Behutsame, reparieren die auf unsere Kosten und werden dann die Schalkertruhen abbauen. Weil die sind nämlich extrem nützlich, wenn wir auf Reisen gehen. Und wenn nicht, muss ich mir halt einen Laden suchen, der die Dinger verkauft. Oder ich muss jemanden engagieren, der mir einfach mal ganz viele Shaker-Truhen abbaut. Shaker, ich weiß nicht, Shaker, wie heißen sie? Na, das Lotte-Genten-Reisekiste. Weil die kann man ja dann färben und dann hat man ganz viele verschiedene Kisten. Ausgezeichnet sage ich dazu. Ja, und was ich noch sage, Freunde, es ist mal wieder soweit. Für euch ist Feierabend. Schluss, aus, vorbei, aus die Maus. Und ich baue jetzt hier noch ab, bis mein Inventar so gut wie voll ist. Beziehungsweise, ja doch, bis mein Inventar so gut wie voll ist oder die Spitzhacke aufgibt.
was denke ich mal nicht so der Fall sein wird. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich beim Portal bin und mich auf dem Rückweg mache. Können wir so machen, oder? Ja. Dann sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein und fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bei den Chroniken des Herrn Lord Regenten von und zu Shadow Skulls aus der Saphirbucht, beziehungsweise der, die Saphirbucht, das gute Groß Hochwellenberg hochzieht. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja.